Hallo Friends, was war das denn hier? Hello Friends und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem weiteren Part Rollercoaster Tycoon. Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Habe ich gerade ernsthaft Rollercoaster Tycoon 3 gesagt? Ich bin im Lurk, wünsche euch aber viel Spaß. Danke, dass du dabei warst oder halt im Lurk bist. Nadine, vielen, vielen Dank. Nein, Leute, wir spielen jetzt erstmal Phasmophobia und ich habe ziemlich große Angst. Unsere Vorstellung ist, dass wir jetzt die Geister ärgern, aber ich habe relativ Angst. Bin ich euch ehrlich? Es ist ein bisschen länger her und ich weiß auch gar nicht, was uns erwartet und blablablub, ich weiß es nicht. Aber wir gucken jetzt erstmal, auf welcher Map wir... Die Gedanken sind frei, okay. Doppelfeld besser. Was ist eine Cowgirl ohne ihr Rost? Unsere Betty, die nimmt jetzt kein normales Pferd. Geil. Nadine haut nochmal kurz in die Party rein. Party hart. Yo. Ja, ich hatte nur 5 Minuten bis nach Hause. Bin mit meinem kleinen Bruder heimgefahren, weil er sich verletzt hat. Oh nein, er hat sich verletzt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Und ich wünsche auf jeden Fall gute Besserung. Okay, wir gucken jetzt einmal ganz kurz, was wir für einen Job wählen können. Ich würde behaupten, wir machen jetzt nicht direkt sowas wie Highschool, weil gerade alleine ist das eine ziemlich tricky Angelegenheit. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendwas neu ist. Okay, let's go. Danke, Finlay, für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Und wir sind jetzt bereit, um Geister zu jagen. Also, ich hoffe, du hast gut in die Woche gestartet und wir sind jetzt ready, um Geister zu jagen. Obwohl, ich glaube eher, die Geister jagen mich, aber das ist nicht so schlimm. Also, ich habe gehört, die Geister sollen aktiver sein. Nein. Und nicht schlimm. Okay, das ist gut. Die sollen jetzt nicht ernsthaft... Oh nee, die sollen doch jetzt nicht ernsthaft... Nee. Ich habe jetzt echt... Nee. Ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts, dass die Geister aktiver sind. Ich würde mit einem Streethouse beginnen. Ich weiß aber nicht genau, was uns da erwartet. Doch. Ja, toll. Danke für die Vorwarnung. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir kriegen das hin. Es gibt einen neuen Modus. Was gibt es denn für einen neuen Modus? Hä? Jetzt bin ich aber gespannt. Albtraum. Ach so, Albtraum, ja. Das kann ich sowieso nicht auswählen, weil ich jetzt Level 18 bin, glaube ich. Weil ich habe hier nur Profi noch. Aber von Albtraum habe ich schon gehört. Aber ich glaube, bis ich hier Albtraum auswähle, muss erstmal irgendwas passieren. Da muss erstmal irgendwas passieren. Ja, gut. Wir nehmen erstmal Anfänger oder Fortgeschritten? Wir machen mal Fortgeschritten. Komm, wir sind jetzt hier die Profis. Profi-Modus on. Dann mal eben hier hinzufügen. Ich hoffe nicht, dass ich direkt sterbe, weil ich wollte eigentlich die ganzen Sachen noch behalten. Aber ich brauche gar nicht so viel. Geisterbox brauche ich nur eine. Dann Videokamera brauche ich auch nur eine. Spiele gleich auch fast nur. Sehr cool. Wenn du möchtest, kannst du gleich auch eine Runde mitspielen, Ella. Also, wie du möchtest. Aber ich muss erstmal jetzt hier reinfinden, weil sonst wird es hier peinlich, ja. Ich habe hier wieder länger nicht reingeschaut. Videokamera. Also, Leute, wenn ihr seht, dass ich Phasmo spiele und ihr wollt irgendwie gerne dabei sein, schreibt es einfach rein. Dann sehen wir, was sich machen lässt. So, Videokamera. Wo ist denn jetzt hier eine Videokamera? Mann! Hier. Wollte ich auch nur alle. Ach, ich bin so doof. So, dann UV-Licht. Ich mache das jetzt gerade hier extra, weil wenn ich sterben sollte, dann verliere ich doch nicht direkt alles, oder? Kann das sein? Sanity-Pille ist okay. Starke Taschenlampe. Starke Taschenlampe. Blabli blub. Ja, ist okay. Ist okay.
Ja, gerne, aber spiel erstmal eine Runde alleine. Ich hole mir ein Lolli. Okay, dann legen wir los. Oder? Wir legen los. Wow. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh Mann. Okay, wir sind schon da. Ach, okay, das sieht schon mal anders aus. Backt hier irgendein Spiel? Nee, ne? Nee, hier backt nichts. Also hier ist schon mal, das sieht anders aus. Das sieht schon mal anders aus. Dann hier, wir sollen eine Kerze ausblasen, also der Geist, Foto, ja wahrscheinlich, EMF. Robin Manson, der Name ist für uns nicht interessant. Wir wollen nämlich hier gar nichts mit ihm, hier, nee, einfach nein. So, wir nehmen dann hier die starke Taschenlampe mit. Wir nehmen, Buch. Ja, komm, Buch. Und, nee, warte mal, das ist viel schlauer. Oh nein, oh Gott. Ich dachte gerade, ich hätte kein Thermometer. Halleluja, ich hatte so Angst. Aber es ist viel besser, das erstmal wegzutun. Und hier das mitzunehmen. Ach so, neuen Namen gibt es auch. Oh, cool. Sehr cool. So. Oh, es schneit. Cool. Wenigstens kein Gewitter. Weil da hätte ich echt gar keinen Bock drauf. Wirklich überhaupt nicht. So, erstmal hier. Okay, Strom ist aus. Ach, hier in dem Raum, in dem Haus sind wir. Interessant. So. Strom ist an. Müssen wir mal, glaube ich, mal eben warten. Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt bei Dings oder bei Dings ist. Keine Ahnung. Bei Fort. Geht der automatisch an, wenn ich Dings anmache? Keine Ahnung. Egal. 16 Grad, 13 Grad. Wow, ist alles zugestellt. Machen wir mal alles hier wieder an. Wo ist denn hier? Da. So, gucken wir mal hier rein. Guten Tag. Alles fit? Da irgendwas drin? Nee, ein Schuh. Nee, einen Schuh brauchen wir ehrlich nicht. Kann ich hier bitte durch? Dankeschön, weil ich möchte überall Licht anmachen, damit ich definitiv nicht in Räume doppelt muss, obwohl es unnötig ist. Hier ist auch voll warm. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. So. Nee. Gucken wir mal hier. Licht an und auch voll warm. Ist aber echt mega warm. Sehr komisch. Steht denn hier Nancy? Okay, das Kind hieß wohl Nancy. Keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. Okay, dann gucken wir mal hier weiter. Die Tür habe ich nicht aufgemacht. Und die Tür habe ich auch nicht aufgemacht. Wenn der jetzt hier nicht drin ist. Als wenn der jetzt hier nicht drin ist. Das kann mir niemand erzählen. Hä? Als wenn. Es ist voll warm. Warum ist es so warm? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. 17 Grad, 15 Grad. Ich habe doch gerade hier das Licht angemacht, oder nicht? Keine Ahnung. Nee, hier ist er auch nicht. Ist er dann in der Garage? Als wenn er jetzt in der Garage ist. Oh. Ja. Ich glaube, das war nicht. Oh ja. 5 Grad, Leute. Ja. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht.
Vielleicht war das doch richtig. Ich weiß es nicht. Weil ich habe das nicht. Okay. Gott. Wenn es in Ordnung ist, spiele ich erst in der dritten Runde mit, da ich noch meinen Osterkopf fertig basteln werde. Bin aber erreichbar, falls du Hilfe brauchst. Ja, klar. Mach den Osterkopf fertig. Richtig cool. Also ich bin im Basteln nicht so gut. Das heißt nicht so gut, aber ich weiß nicht. Ich bin da immer ein bisschen aufgeschmissen. Weil so kreative Angelegenheiten. Bilo, hi! Herzlich willkommen. Oh, das Immobilienmaklerspiel. Guten Tag. Hi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Und es ist alles fein. Ich bin hier gerade noch ein bisschen aufgeschmissen, weil ich meine... Ja, okay, jetzt ist es wieder aus. Ja, aber ich weiß ja nicht. Ich werde mich gleich locker wieder mega hart erschrecken. Also, ja, das ist hier normal. Oh Mann. So. Hier ist... Ich finde das blöd. Ich finde das blöd, dass der hier in so einem großen Raum ist, weil hier finde ich mich doch nicht zurecht. Das ist frech. Ey, Bruder, wo hast du jetzt denn die Tür aufgemacht? Weil hier bist du doch nicht, oder? Nee, ich bin in Quarantäne. Oh nein, aber sonst doch geht es mir schon gut und selbst so. Oh nee, das tut mir leid, dass du in Quarantäne bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung, aber dir scheint es ja wieder ein bisschen besser zu gehen. Ja, außer dass ich mega hart Angst habe und der übelst aktiv ist, geht es mir eigentlich auch ganz gut. Du, der muss doch irgendwie doch woanders sein. Okay, jetzt ist überall so kalt. Perfekt. Nee, der ist im ganzen Flur ist es so. Ja. Hä, wohl? Ja, der ist hier im Flur. Ja, muss ich gleich mal schauen, wo der genau ist. Aber wir werden ihn schon finden. Merci. Ja, die erste Woche lag ich richtig flach und bin nicht mal an den PC etc. gegangen. Oh nee, das ist echt... Oh Mann, das tut mir echt leid. So, was gibt... Ih, Flurgeister. Ja, ich hasse Flurgeister. Das ist immer so anstrengend. Ich stelle jetzt hier erstmal ein Dings auf. Was kann ich denn hier lassen? Ach komm, das lassen wir erstmal hier. Wir stellen jetzt erstmal die hier auf. Schauen wir mal. Sanity. Sanity geht auch noch. Spielst du Phasmo öfters? Und wenn ja, dann wahrscheinlich nicht alleine. Oder ich spiele ehrlich gesagt Phasmo echt selten. Jetzt hat er das... Oh mein Gott. Er hat das Licht ausgemacht. Perfekt. Nee, ich spiele das nicht oft. Ich bin so ein kleiner Schisser. Und wenn, dann meistens mit Nadine zusammen, also meiner Schwester. Deswegen... Naja. So. Aber ich versuche, meine Angst zu ignorieren. Und warum ist jetzt der Strom aus? Nee, ich mach den Strom erstmal wieder an. Ist ja nichts Schlimmes. Angst haben ist ja normal. Ja. Okay. Wenn man danach geht, stimmt das schon. Da hast du recht. So. Dann schauen wir einmal ganz kurz, ob man was in der Kamera sieht. Was spielst du sonst so für Games? Eigentlich immer unterschiedliches. Also wir haben momentan so ein ARK-Projekt am Laufen. Da ja, sind wir auch sehr amused. Das finden wir sehr toll. Dann Sims zum Beispiel. Nadine hat jetzt Detroit Become Human beendet. Das war auch sehr cool. Ja, Story Games.
wie gesagt, Phasmo manchmal, dann Rollercoaster Tycoon 3 ab und zu. Also es gibt natürlich neuere Varianten, aber das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil man da so Sachen bauen kann. Dann hat Nadine noch, wie heißt es denn jetzt, hier mit der City. City Skylines? Ja, genau. Sims würde ich mich nicht trauen zu spielen. Nee, das ist auch richtig gruselig. Und das würde ich auch niemandem raten, weil das ist wirklich richtig krass. Also das ist für die richtig krassen nur. Deswegen muss man da echt aufpassen. Rollercoaster ist Liebe. Ja, es ist echt geil, da was zu bauen und so. Da kann man sich so ein bisschen kreativ ausleben. Okay, ich habe gerade noch gesagt, wo bist du? Wie heißt du? Ahem. Hä? Huntet der immer noch? Hä? Huntet der? Was war das denn jetzt? War irgendwie das Geister-Event 5 Minuten lang? Gott, nee, jetzt habe ich aber Angst. Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Am PC zocke ich nur 2 Games, wenn überhaupt, hin und wieder auch mehr, aber in der Regel Phasmo oder League of Legends, ansonsten Switch. Oh geil, Switch ist echt cool. Ja, League of Legends, wird das so ausgesprochen? Ich hoffe. Habe ich schon öfters gehört. Switch ist auch geil. Hi Christian, wie geht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Aber wollte mir ein Storyspiel demnächst holen. This Land is My Land, falls dir was sagt. Nee, habe ich noch nie gehört. Aber Storygames finde ich sowieso immer geil. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja, also hau raus. Wenn du irgendwelche Tipps hast, kannst du gerne raushauen. Wie gesagt, ich bin hier nicht so der Experte, aber ich finde, irgendwie schaffe ich es gerade nicht so ängstlich zu sein. Das ist schon krass. Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Hallo? Hallo? Hey! Nee. Dann halt nicht. Mein Gott, ignoriere mich doch nicht so. Was habe ich denn jetzt hier noch auf dem Lager? Ach, meine Güte, ey. Was ist denn hiermit noch? Ich hasse hier solche Flurgeister, habe ich schon gesagt. Meine Güte. Ich gehe mal hier ein bisschen durch die Gegend. Mann. Ich lese gleich eure Nachrichten. Ich muss mich mal eben kurz hier konzentrieren. Weil ich irgendwie checken muss, wo der ist. Aber EMF ist ja gar nichts. Absolut gar nichts. Was ist denn seine Mission? Ich verstehe es nicht, ne? Ich hole jetzt nochmal was anderes, aber keine Ahnung. Danke, mir geht es ganz okay. Und euch? Ja, also mir geht es eigentlich ganz gut. Ich glaube, deinen Tipp hast du gerade reingeschrieben, dass solange die Tür auf ist, es kein Hand ist. Ja, das weiß ich sogar. Aber das hat mich gerade voll gewundert, weil das so lang ging. Also irgendwie so lang. Ich dachte, so ein Geister-Event ist nur so einmal kurz, so hey und dann wieder tschüss. Aber irgendwie hat das jetzt voll lang gedauert. Keine Ahnung. Hä, wo ist denn jetzt das Buch? Oh nee, wo habe ich das Buch hingeschmissen? Oh no. Habe ich das Buch reingeschmissen? Hä? Hast du schon das rote Licht-Event? Nee. Nee.
When you want it, come and get it. Na 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 na. When you Eddie. When you Eddie. Eddie. Was für ein. Wo war das? Welche Tür hat er angetatscht? Welche Tür war das? Ey, stopp. Ich sehe gerade gar nichts. Welche Tür? Der ist voll schwierig. Ich habe mich jetzt gar nicht... Oh Gott, was war das? Ich habe mich gar nicht auf sowas Schwieriges jetzt hier eingestellt. Ansonsten bin ich wie Granit, was die ganzen Events und so angeht. Tipp zu den Türen. Ja, hau raus. Hä? Übernatürliche Ereignisse mit dem F-Wheel. Wann ist der denn aus? Wann hat der ausgeschlagen? Bitte? Bitte, wann war das? Ich hab's nicht mitbekommen. Hat jemand anders das mitbekommen? Hab ich eine Kerze dabei? Nee, ne? Schade, Schokolade. Immer zumachen. Yo. Yo. Das ist eine richtig schlaue Idee. Das mache ich jetzt. Weil, ach, Schranktüren zählen dazu, nicht im Ernst. Ich habe gerade jede Tür, die es gibt, aufgemacht. Das wird jetzt wieder hier ein Akt, aber... Ach so, ich dachte, die machen nur normale Türen zu. Warte mal, war das nicht ein Radio? Hä? War das nicht ein Radio? Ich weiß es nicht. Ja, mach ich wieder die Türen zu. Wenn er schon die ganze Zeit die Türen aufmacht, möchte ich es auch sehen. Boah, irgendwie... Ja, danke. Mach mal den Strom wieder an. Hallo, Jimmy! Hello, friends! Hi! Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht es gut. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Ich versuche gerade irgendwie den Geist zu identifizieren, aber ich habe keinen Plan. Ich habe sowas von keinen Plan. Nee, ey. Gar keinen Plan, ey. Wirklich überhaupt nicht. Es ist auch überall so kalt. Oh. Ich habe keinen Plan, ne? Wirklich überhaupt nicht. Egal, wir kriegen das auf jeden Fall irgendwie hin. Ich meine, ich habe vorhin ein Radio gehört. Aber da bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, du, ne? So. Jetzt soll er bloß seine Türen aufmachen. Ich höre kein Radio. Habe ich es mir eingebildet? Oh. Ja, okay, ich habe es mir eingebildet. Ach, hier ist doch das Buch. Mein Gott. Komm her. Was kann ich hier löschen? Ja, theoretisch, da könnte ich was finden. Ich schmeiß mal eben kurz das. Die Gedanken sind frei. Okay, let's go. Zweimal hüpfen. Doppelt hält besser. Was ist eine Cowgirl ohne ihr Rost? Unsere Betty, die nimmt jetzt kein normales Pferd. Das war hier angemessen, die Party. Das war hier angemessen. Vielen Dank fürs Einlösen. Ich liebe den Sound auch. Schreib in das Buch jetzt, verdammte! Schreib in das Buch, sonst habe ich keinen Plan, wo du bist. Du kannst auch gerne eine Tür aufmachen. Die Tür habe ich gerade zugemacht. Ja, er ist hier im Raum. Okay, super. Jetzt brauche ich nur... Ich hab doch fortgeschritten. Also es ist jetzt nicht Profi, dass der hier so ausrasten müsste, ja? Oh ja, mhm.
Oh mein Gott! Er hat gerade eben ins Buch geschrieben. Ich war live dabei, wie er ins Buch geschrieben hat. Wie gruselig war das denn jetzt gerade, bitte? Wie der Stift sich da gesprungen ist. Nee. Zockst nur alleine, Phasma? Oder nee, ich zock nicht nur alleine. Also, entweder mit Nadine oder anderen Leutis. Also, wie gesagt, wenn irgendjemand mitmachen möchte, schreibt es einfach in den Chat, dann können wir bestimmt was organisieren. Ich bin da eigentlich offen. Hä? Ist das jetzt hier Nachtmodus? Ist das Nachtmodus? Habe ich den Nachtmodus bei der Kamera nicht angemacht? Kann das sein? Das ist doch nicht Nachtmodus, oder vertue ich mich gerade? Hast ein Autogramm bekommen? Ja, mega. Also wirklich, so muss das hier. Mach mal eben kurz hier schon mal Beweise, dass ich hier nichts vergesse. So. Wenn du einen guten Spieler haben magst, der Leute in Phasmo mega gut entspannen kann, Jimmy. Der Jimmy ist gut in Phasmo. Jimmy ist wirklich, wenn man mit ihm zockt, hat man keine Angst mehr. Boah, das ist echt krass. Also es gibt echt Leute, die strahlen hier Ruhe aus. Da kenne ich auch ein paar Leute. Das ist echt immer faszinierend. Ich gehöre nicht dazu. Ich höre wirklich nicht dazu. Aber dann auf jeden Fall Respekt an Jimmy. Kann mir jetzt trotzdem jemand sagen, ob das hier der Nachtmodus ist oder nicht? Also ich meine nämlich, das ist nicht der Nachtmodus. Oder? Es sieht gerade so aus, sonst gehe ich nochmal rein. Ich finde, gut ist immer Geschmackssache. Ich bin auch nicht schlecht in Fassung, aber kann diese Ruhe nicht so ausstrahlen zu anderen. Ich trolle eher. Jetzt ist der Nachtmodus. Ja, okay, ich sehe aber irgendwie überhaupt gar keine Orbs, oder? Also ich sehe jetzt keine Orbs. Wirklich überhaupt nicht. Also, okay, let's go. Ich habe okay, let's go gehört. Astra Rot. Vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist und ich hoffe, dir geht es gut. Wir versuchen hier gerade so ein bisschen den Geist zu identifizieren oder ist irgendwie irgendwo im Flur und ich weiß nicht so ganz, wo er ist. Aber ich versuche es auf jeden Fall. Bis jetzt haben wir leider nur einen Beweis getätigt. Das ist richtig belastend. Ich gehe noch mal rein, obwohl ich mega Angst habe. Aber wir müssen. Oder ich muss. Also ich muss nicht, aber wir müssen ja irgendwie den Geist identifizieren. So. Welche Tür war das? Mein Gott. Meine Güte, das war wieder so einer, der hier rülpst. Meine Güte, wie ich hier einfach gerade rausgejumpt bin. Oh Mann, ey. Gerne und mir geht's gut, danke. Und dir? Ja, mir geht's auch gut, danke. Hi Caro, wie geht's dir? Hör mal, Jolly, schön, dass du da bist. Mir geht's gut. Naja, wieso, Kessel ist ja ein Immobilienmakler, ja, true. Wo du zum Buch geguckt hast, die Tür links. Ja, okay. Aber ich meine, im Endeffekt, es heißt ja nur, dass der hier ist. Also in dem Flur weiterhin. Das irgendwie hilft uns das jetzt hier leider nicht. Mann. Wie ich einfach zur Tür gesprintet bin. Ich hatte einfach so Angst. Ich könnte die Kamera noch woanders hinstellen. Ja, komm. Ja, komm, mach ich. Machen wir. So, wir gucken noch mal. Wir gucken noch mal. Wir gucken noch mal. Wir gucken noch mal. Hast du da links im Flur Licht angemacht? Also im kleinen Flur? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, der ist in dem Abteil des Flures. Ey, noch
komplizierter kann der Typ das ja auch nicht machen, dieser Robin Manson, was auch immer. Boah, nee, jetzt ist der da an... Oh, nee. Der ist ja so anstrengend, der Typ. So, jetzt kannst du mir bitte irgendwie Orbs geben oder so. Aber da ist jetzt gerade kein Licht an. Sieht man hier. Hat er jetzt das Licht wieder ausgemacht? Ist nicht sein Ernst, oder? Oh, meine Güte. Nicht sein Ernst. Also ich sehe wirklich überhaupt gar keine Orbs, ne? Überhaupt gar nicht. Komm jetzt, gib mir doch bitte Orbs. Mann, du blickst mit der Kamera ja ins Wohnzimmer. Ach so, du meinst in dem Flur. Lol, das ist das andere Dings, Caroline. Oh. Ach, da meinst du. Ja, ich glaube, ich hatte auf der Toilette da noch Licht an. Ich glaube, ich habe das Licht nicht ausgemacht. Ach so, da meinst du. Wir gucken nochmal. Da ist Boy schon eine Sanity-Pille. Ach komm, der soll sich mal nicht so anstrengen hier. Komm, der kann mal kurz seine Lage chillen. So, mal eben hier die Kopfhörer, bevor die wieder rausfliegen. Meine Güte. Hier meinst du, ne? Hä? Das ist wirklich im Flur. Meinst du, ich soll hier die Kamera aufstellen? Ich blick da nicht so durch, ne? Ich blick da nicht so durch. Oh mein Gott! Muss der mich so erschrecken? Oh. Herzinfarkt. Kurz Lautstärke runterstellen, sonst raste ich hier gleich aus. Hat man ein Buch, kann man dort, das nenne ich die auch gern, ausschließen. Hätte man dort, könnte man ein Buch ausschließen. Oh, also wenn, brauche ich jetzt keinen Dots aufstellen. Okay. Pulsover 9000. Ey, ja, wirklich. Boah, der kann er mich bitte nicht so erschrecken. Das ist richtig belastend. Boah, nee, ey. Ja, komm jetzt. Lass mich in Ruhe jetzt. Boah, komm schon. Ich hab mich echt beeilt. Wie soll ich denn jetzt so schnell verschwinden? Weißt du, ich dachte erst, es wäre wieder so ein Event. Ja, das ist ein Hahn. Das habe ich jetzt im Jenseits auch bemerkt. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Boah, nicht im Ernst. Wow. Nächstes Mal, ja, ich bin Level 18, Leute. Ich weiß, ist peinlich, aber ich bin Level 18. Oh. Sprite Spirit. Ey, es kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Jetzt mal ohne Witz, ohne Flachs. Butter bei der Fische. Es kann nicht sein Ernst sein. Okay. YouTube, ich beende an dieser Stelle eben die Aufnahme. Ja, war leider nicht so erfolgreich. Wir wurden hier wieder von dem Geist veräppelt. Kann ich jetzt nichts machen. Ich hab's versucht. Ist irgendein Flohgeist gewesen. Der hatte keinen Bock auf mich. Ist jetzt einfach so. Gebt trotzdem gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Spaß hattet. Schreibt in die Kommentare, kennt ihr dieses neue Update, habt ihr schon mal Albtraum gespielt? Das haben wir doch letztes Mal schon gefragt, oder? Haben wir es letztes Mal schon gefragt? Keine Ahnung, schreibt rein, was ihr wollt. Und ja, doofes Immobilienmaklerspiel, kannst du laut sagen. Ihr könnt uns gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr kein Video mehr. Und schaut gerne bei Naka und in unseren anderen Social-Media-Kanälen und Twitch vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!